Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Trek Online. Jetzt wieder auf der Föderationsseite und bei diesen zwei großen Bubbeln hier, die ihr seht. Ja, endlich ist es auch mal hier in der Staffel 10 angekommen, also ich zumindest. Und wir fliegen jetzt mal zwischen den Sonnen durch. Ich hoffe, wir werden nicht gleich gegrillt. Ich meine, dies ist, glaube ich, jetzt die Stelle mit der maximal ungünstigsten Gravitation, wenn ich sie treffen würde. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt leben, aber... Es sieht ja wohl schon irgendwie echt geil aus. So zwischen den Sonnen. Okay, jetzt wollen wir mal, was wir eigentlich hier machen wollten, wäre ja... Schmugglerblues. Irgendwo geht hier weiter. Da genauer. Beginn Schatzhandelsstation. So, da wollen wir gleich mal schauen. Und ach so, ich entschuldige mich schon mal für... Ich glaube, die letzte Aufnahme war ja doch ein bisschen... Naja, in die Hose gegangen von der Qualität her. Bin mir zwar noch nicht ganz sicher zu dem Zeitpunkt, wie es aussieht, aber ich glaube ja. Und ich entschuldige mich nochmal. Irgendwie hat ab und zu, also es war nach dem letzten Patch, ich habe es jetzt auch schon gemerkt, mit der neuen Staffel jetzt, wenn ich aufnehme, gibt es ab und zu Probleme. Das kriege ich natürlich erst nach der Folge mit, was das tatsächlich so ist. Und tja, dann... ja, ruckelt oder was weiß ich, was ist. Ich weiß auch nicht, wie ich es wegkriegen soll, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich krieg's erst nach der. Oh. Ich krieg's halt erst immer nach der Folge mit und deswegen ist es halt dann meistens schon ein bisschen spät. Genau, kommen jetzt hier mal ein bisschen Energie raus, Kollege, dass wir hier mal vielleicht was treffen. Jetzt wär's schon, wenn du vorwärts fliegst. Oh, komm jetzt. Meine Güte, stell dich doch nicht so an. Bist du denn ein Anfänger oder was? Was ist das hier? Ach so, wir können ja mal... So, du bleibst jetzt mal... Toll. Jetzt habe ich es ausgeschaltet. Jetzt wo es... Naja. Okay, Nummer 1 war das. Können wir jetzt mal zum nächsten bitte fliegen? Ja. Also wieder... Ich kann nicht sagen, woran es liegt. Es ist eigentlich mit, bei Star Trek Online ist das einzige, wo ich diese Probleme beim Aufnehmen habe. Die anderen funktionieren da irgendwie besser. Die meisten. Und ich habe auch gemerkt, dass STO letztens sehr viele, naja, Ressourcen verbraucht. Ah, und gleich. Das ging aber wieder schnell. Sehr effizient diesmal die Jungs hier. Ich hab keine Ahnung, wohin ich eigentlich hier schieße. Naja, wenigstens kam noch einer an, auch wenn er voll in die Schilde geknallt ist. Sag mal, kann der hier gerade eine Looping machen oder was? Warum mache ich eigentlich so wenig Schaden? Sag mal, bin ich... Geht doch. Und jetzt können wir uns zur Station beamen. Jawohl. Habe ich mich gerade ein bisschen verschluckt. So, finden Sie Verwalter im Nachtclub der Station. Und es gibt kein Delta. Soll ich schon immer so aus die Station? Es gab noch kein Delta-Dingens hier zu finden. Das ist natürlich schade. Weil auf der Suche sind wir ja eigentlich. Aber. Ach, hier. Hallo. Ja, wir müssen hier mal ein bisschen auf Ordnung sorgen. Könntest du mal... Ja, keine Verstöße. Was haben wir hier? Lüftergitter Kiste voll mit geschmuggelten Waren. Oh. Das ist wieder der Gang in den Weltraum. Na toll. So, was haben wir hier? Kühlleitungen sind eigentlich Heizrohre. Was haben wir hier noch? Da regen sich ein paar Leute auf. Das sieht doch neu aus hier. Das ist doch nicht mehr... Also ich weiß nicht, irgendwie sieht das neu aus. Fracht inspizieren. Was liegt denn hier rum? Keine Verstöße. Und hier? Die Videotogo-Maschine verwendet eine illegale Wahrscheinlichkeitsmatrix. Böser Ferengi.
Und hier noch mehr Abfallentsorgungsleitung. Das ist eigentlich die Kühlleitung gewesen. Undicht. Und hier, was ist mit der Kiste? Da ist keine Verstöße. Und was haben wir hier in der Tür? Holosuite. Achso, ich dachte schon, die nimmt irgendwelches Zeug auf. Und hier, was haben wir auf dem Ding? Holosuite 2. Zieht Energie vom Lebenserhaltungssystem ab. So, und die wütenden Stammgäste. Okay, die gehen ja ganz gut mit Waffen ran. Dann machen wir das genauso. Bomben, die haben wir erstmal in den Ufer. So, noch jemand, der hier... Bis du da bist, bist du schon... So, und weiter geht's. Ein Frachter-Captain, der hier... Oh, das ging schön in die Flanke, Kollege. So, noch jemand, der hier... Bar inspizieren, 0 von 1. Was haben wir denn hier noch offen? Wo haben wir denn hier noch was? Ach, hier noch. Die Bar selber inspizieren. Was gibt's denn da? Sojanische Brandy Kling trägt nicht das Siegel der Föderationshandelskommission. Ja. Turbolift zum Frachtraum 6. Geht doch. Alles, was wir wollten, ist dorthin. Entschuldigung, dass ich hier die Flaschen durch die Gegend kicke. Da. Achso, jetzt, ja. So was? Nee. Hier müssen wir. Ja, hier geht's lang. Oh, was haben wir denn hier? Da ist eine Kiste, da ist was drin. Und kleines Energie-Hypozellen. Ja, ihr wisst schon. Oh. Das finde ich jetzt aber arg unfair, dass das nicht aufgeführt ist. Das ist jetzt aber unfair. Alles Ikonianische ist für uns wertvoll. Es gibt viel, das wir über ihre Technologie nicht verstehen. Und solange können wir uns nicht gegen ihre Angriffe verteidigen. Das ist natürlich unfair, dass das hier nicht auf der Liste steht. Muss ich was zur Seite stellen? Was gab's hier? Nochmal kleine Energiezeug. So, jetzt haben wir Platz. Sie haben die Argelius 2 Raumstation überlebt. Da gibt es dafür Fragen. Warum soll ich die auch nicht im Bunker? Warum soll ich die auch nicht überleben? Hat er gar nicht mitgekriegt, wie wir ihn gleich umgehauen haben. Verstehe ich nicht, wieso soll ich das denn nicht überleben? Das da dürfte eher das Problem sein. Was haben wir denn hier? Tricorder-Scan. Oh, haben wir gleich zwei aufgelöst, sehr schön. Und hier schön in die Flanke rein. Oh. Da war auch schon weg. Noch jemand? Hallo? Hallo? Schade, diesmal hat sich das nicht ganz so schön aufgelöst, der Kollege. So, brauchst ja gar nicht erst so viel Tagzeug zu holen. Tagfleisch bekommt mir nämlich nicht. Da so, dahin. Und das nehmen wir auch noch mit. Die Kiste öffnen. Und jetzt gehen wir mal nach hier oben. Weil von da oben aus haben wir ein bisschen Überblick über die Jungs da drüben. Haben wir jetzt nur einen von zwei erwischt? Der Waffenoffizier da. Ey. Ja, komm, du wirfst es ein bisschen rüber, ist klar. Du bist eigentlich noch nichts tot, aber deine Granate geht natürlich erstmal noch hoch. Nee. So. Gleich viel freundlicher die ganze Sache. Dann können wir auch noch... Komm, geh schneller. Dann können wir hier auch nochmal schnell da oben da reinschauen in die Kiste, was die ganze Zeit eingepackt haben. Ob da nicht auch illegale Waren drin sind. Klingonische Tagmilch ist quasi... Für mich illegal genug. So, Kraftfeld deaktivieren.
So, ja, ist schon offen. Ist das nicht toll? Hier, haben wir auf, Kraftfeld. Offen. Was macht die Sternflotte hier draußen? Ja, euch befreien, was sonst? So, haben wir auch. Jetzt müssen wir bloß noch Martha. Martha ist ganz da vorne. Ja, lang. Und wir holen sie raus. Wir holen sie. Hä? Wollen wir erst über den zweiten da wegtun vielleicht? Der ist nämlich nicht ganz so. Hey. Können wir hier dem mal einen Psi-Angriff reindrücken? Hey, wieso werde ich hier gehalten? Hopp, und was nehmen wir? Was kriegen wir? Disruptor-Spaltstrahlengewehr. Sehr schön. So, können wir dich jetzt hier rauslassen, Mädel? Hallo, Martha. Mit Martha sprechen. Auf die Seite. Hallo, Martha. Sind Sie bereit zum Gehen, Martha? Wir wollen auf das Schiff beamen, Martha. Sie hat natürlich einen Eigentransporterstrahl, ist klar. Warum auch immer. So, und jetzt besiegen Sie alle Angreifer. Da kommt schon der Erste. Der hat... Das ist eigentlich nicht als Flankenangriff, wenn ich dann Insekt hier in das Zeug reindrücke. So, warum fliegt das jetzt wieder in die Seitenschilde rein? Och Mensch, das wäre so schön gewesen. Energiemäßig sind wir natürlich jetzt nicht so der Brüller. Ja, aber so ein Treffer in die umplanken Rumpf mit Torpedos, der macht schon ordentlichen Schaden. Gehen wir das nochmal so schön hin. Und jetzt in die Front rein. Bam, bam. Oh yeah. Sehr schön, sehr schön. Auszeichnung erhalten, Rotlichtrettung. Die dann mir damals sagen wollten. Sehr schön. So, und Gegenstände nehmen, was gibt's? Energiezellen, na toll. So, wir dürfen das System verlassen. Na, ein Glück. Hup. So, wir dürfen einen Bericht erstatten. Ja, wir haben... toll, Energiedämpfer, der Panzer. Brutal. Beförderung, Lieutenant Commander. Wir dürfen uns ein neues Schiff holen. Geheime Befehle. Dürfen wir uns auch akzeptieren. Gehe zum Raumdock der Erde. Das werden wir jetzt, glaube ich, auch als erstes Mal machen. Und damit es ein bisschen flott geht, nehmen wir auch gleich in den Trans. Wupp. Wupp, wupp. Ich meine, wir haben zwar kaum die Möglichkeit, über Warp 6 rauszukommen, aber wir haben Transwarp. Hm. Ist klar. So. Ich glaube, da werden natürlich jetzt... Was werden jetzt angebracht? Excelsior oder was werden die... Mal schauen, was wir jetzt so kriegen. Andocken. Andocken an die Station. Ja, ich möchte das noch dreimal bestätigen. Ja, massive Einbrüche der Framerate sind auch mit vorhanden. Und da sind ja echt nicht viele Leute auf der Instanz drauf, glaube ich. So. Wo müssen wir überhaupt hin? Melden Sie sich im Büro von Admiral Quinn, natürlich. Erstmal bei ihm Bescheid sagen, dann können wir uns ein neues Schiff abholen.
Ich denke, es wird eine Excelsior oder sowas werden, oder? Ich weiß gar nicht, was ich da auswahl habe. Nebula? Darf ich schon in Nebula fliegen? Hallo, Admiral Quinn. Meine Glückwünsche, Lieutenant Commander. Ich bin über Ihre Fortschritte hoch erfreut. Angesichts Ihres Beitrags für die Sternflotte sollten Sie ein neues Raumschiff bekommen. Besuchen Sie Lieutenant Lowell, um zu sehen, welche Schiffe Sie fliegen können und um ein neues Schiff anzufordern. Sprechen Sie mit Lieutenant Lowell in der Schiffswerft, um ein neues Raumschiff anzufordern. Goldmitglieder haben Gutschein, bla bla bla, kostenloser. Weiter, danke. So, hätte man eigentlich auch am Telefon machen können, aber Sie wollten mich natürlich persönlichst sehen. Deshalb muss ich auch diesen Umweg gehen. Toll. So, jetzt können wir uns ein Schiff holen. Ich weiß noch gar nicht, welches ich. Das ist uns wieder lustig. Was haben wir jetzt abgeschlossen? Keine Ahnung. Wählen Sie Ihr Schiff aus? Nee. Erstmal Schiff anfordern. Raumschiffe aufgelistet. Neues Raumschiff erhalten. Auswahl durchsuchen. So, wir sind vom Rang ein Lieutenant Commander. Oh, wir können Nova-Klasse fliegen. Auch sehr schön. Habe ich das schon? Preis 0. Sie haben. Sehr schön. Ich muss aber dann gleich die Aufrüstung davon fliegen. Kreuzer aufrüsten? Wann habe ich denn den? Nee, habe ich gar nicht. Wollte schon sagen. Hier die Gladius-Klasse könnte man noch. Aber ich glaube, ich fliege hier das hier. Das Nova-Klasse ist eigentlich eins der schönsten Schiffe, wie ich finde. Also für das, was es machen soll, optisch 1A gelungen. Das ist kostenlos. Das hätte ich gern. So. Dem. Okay, ich habe schon Domestos gelesen. Das wird dann demnach. Wo ist das Ding hin? Da. Umbenennen. Die USS Domestos. Okay. Erledigt. Und jetzt müssen wir hier mal. Ach, genau. Modifizieren. Mal schauen, was können wir. Ne, müssen wir mal auswählen. Ha. Wählen Sie Ihr Schiff aus. Ich hätte gern die Domestos. Wissenschaftliche Konsolen. Was haben wir hier drin? Den photonischen Versatz ist jetzt nicht so der Brille. Nehmen natürlich unseren Wurfhaken wieder. Taktisch nehmen wir den hier. Auswahl haben wir nicht technisch. Legierung und den Injektorsystem. Wie gesagt, so viel Auswahl haben wir letztendlich noch nicht. Dann können wir das hier alles erstmal da rein nach reinploppen, was wir so finden. Waffen. Haben wir hier den Phaser 2. Achterwaffen. Phaser 2. Oh, das war er schon. Oh, wir sind hier echt miserabel ausgerüstet. Naja, hier haben wir ein anderes Deflektor. Oh, einen sekundären Deflektor hätten wir auch mal. Das ist. Den habe ich noch gar nicht ausprobiert gehabt bisher. Was? Ja, möchte ich ausrüsten. Warpkern haben wir da irgendwas. Oh, Gottchen. Ein Schild. Regeneratives Schild haben wir hier. Das aktuelle Schild macht mehr. Zehn Durchschlag, dann mindestens das hier, ja. Also okay, also waffenmäßig ist natürlich das hier unter aller Sau. Und jetzt können wir das hier noch irgendwie modifizieren. Können wir da noch irgendwas machen? Raumschiff anpassen. Abbrechen. Was ist denn das hier? Habe ich nicht wählen Sie Ihr Schiff ausgemacht? Die Domestos bitte, Raumschiff bereit machen. So, haben wir es jetzt. Und modifizieren wir es. Anpassen. Ich glaube, viel kann man zwar an den nicht machen. Wir können aber zumindest erstmal ein Material. Was haben wir denn? Also Typ 2 sieht nicht schlecht aus. 1, 2, 3, 4. Der dunklen Variante. Typ 5 hat was, gefällt mir. Nehmen wir Typ 5. Und was kann man denn noch hier machen? Rhode Island. Aurora. Ah, hier kann man erstmal einen Ruhm finden. Was kann man denn da? Das ist eine Hülle. Die Aurora.
Die Nova Quasar. Was ist denn das für ein eckiges Ding? Mal ich nochmal im Ganzen erstmal anschauen. Das ist Aurora. Hat natürlich hier oben mit dem, finde ich sehr schön, Nova. Das ist der Klassiker. Ich glaube zumindest die Untertastensektion der Nova mag ich. Das sieht irgendwie so ein bisschen gepimpt aus. Ich weiß noch nicht. Das ist nicht so meins. Und die Rhode Island natürlich hier. Ich glaube, wir nehmen für die Untertassensektion tatsächlich die Nova, die klassische, die Hülle. Können wir es nehmen mit der Quasar? Wenn das jetzt hier dieser Teil nicht mehr dran wäre, wäre das natürlich schon fast cool. Rhode Island, die Quasar. Ja, die wirken ansonsten sich bloß noch an der Rückseite aus. Sieht fast gleich aus, die Nova und die Rhode Island, nur die Aurora hat noch ein bisschen anders. Sieht aus wie einen doppelten Antrieb, nehmen wir den. Ja, genau. So, was haben wir noch? Die Pfeiler. Die Pfeiler sehen lustig aus, Leichtbauweise quasi. Habe ich aber Angst, dass sie abbrechen bei der Aurora, aber der Nova ist okay. Und hier mit den Flügeln, das muss glaube ich auch nicht sein. Nehmen wir die Nova. Dann lassen wir die Rhode Island. Und die Warp-Gondeln selbst. Aurora sehen komisch aus. Nova okay. Quasar sieht noch komischer aus. Das war auch die Rhode Island. Haben wir eigentlich nur die Untertassensektion. Achso, die Hülle geändert so. Okay, sehr schön. Material hat man nicht gesagt, Typ 5. So. Kaufen. Okay. Mehr wollen wir gar nicht davon tun und wir können uns in der nächsten Folge dann endlich auf den Weg in den Briar Patch machen. Also, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.